Ich fahre jetzt zu meiner Mutter. Das ist immer so, freitags ist immer mein Tag, wo ich zu ihr fahre. Wir frühstücken dann und basteln, spielen oder gucken mal nach Klamotten. Ist immer unterschiedlich, wie wir Lust und Laune haben. Ich muss kurz Pause machen. Hier setze ich mich immer hin, weil wenn ich nicht mehr kann. Manchmal klappt es, dass ich durchgehe, aber es gibt Tage halt, wo ich einfach hier mal kurz Pause machen muss. Heikos Herz leistet jeden Tag Schwerstarbeit, um den massigen Körper zu versorgen. Ein normaler Alltag ist für den Hartz-IV-Empfänger nicht mehr möglich. Heiko leidet an Bluthochdruck. Die Lungen pumpen ständig zu wenig Sauerstoff in den Körper und immer wieder kommt das Herz an seine Leistungsgrenze. Wenn Heiko sein Leben nicht radikal ändert, schwebt er in Lebensgefahr. Das ist diesmal wirklich kämpfen für mich. Für Heiko gibt es nur noch einen Ausweg. Er muss dringend abnehmen. Ja, das ist so eine kleine Mini-Salami. Wenn mir langweilig ist, dann esse ich zwischendurch schon mal. Aber früher war es halt extremer. Aber zwischendurch brauche ich das halt noch. Die Kilos haben Heikos Selbstachtung zerstört. Unter Menschen begibt er sich nicht mehr gern. Um diese Zeit ist es immer so leer, ja. Also es kommt schon mal vor, dass ein paar Leute mehr da sind, aber es ist zum größten Teil so leer. Ja, einfacher ist es für mich, dass ich halt nicht mal dumme Blicke kriege. Und dass, ja, wenn es jetzt rappelvoll wäre, dann wäre es natürlich sehr blöd. Ich müsste die ganze Zeit stehen, wenn ich Pech habe. Weil ich traue mich meistens, den Mund nicht aufzumachen, um zu fragen, ob ich mich hinsetzen kann. Heiko ist auch schon beschimpft worden. Also da habe ich so Sprüche wie, muss das Fettsack auch noch einsteigen? Oder der frisst doch bestimmt den ganzen Tag. Und ja, so welche Sprüche hörst du dann. Und da fühlst du dich noch beschissener. Es gibt Tage, wenn ich dann sowas höre, dann könnte ich anfangen zu heulen. Heikos Leidensweg begann mit dem plötzlichen Aus seiner Ehe. Danach hat er sich 7 Jahre eingeigelt. Jetzt kämpft er für einen Neustart. Also Spaß macht er mir nicht. Auch wenn das nur eine kleine Steigung ist, das macht bei mir momentan schon viel aus. Heiko muss jeden Tag hart an sich arbeiten, aber er hat Hilfe. Meine Mutter hat schon viel in meinem Leben für mich getan. Steht mir immer beiseite. Und das sind so Gründe, warum es wichtig ist, für meine Mutter auch Zeit zu haben. Seine Mutter gibt Heiko Kraft. Und die hat er auch dringend nötig. So run into the open. Keep your hand inside of mine. And then when everything is over, I hope to think of this as better time. So, jetzt, auch wenn das nur erster Stock ist, ich fahre jetzt trotzdem im Aufzug. Bevor Heiko durch seine Scheidung in die Depression geriet, war er ein lebensfroher Mann, liebte Techno und ging gern auf Partys. In dieses Leben möchte er endlich zurück. Und der Schlüssel dazu liegt in einer radikalen Gewichtsabnahme. Hallo Mama. Hallo. Die will Heiko mit einer Magenverkleinerung erreichen. Bis dahin versucht er selbst abzunehmen. Aber die Versuchungen lauern überall. Ich habe die nur so viel geholt, ne? Weil die waren bestimmt im Angebot, genau. 5 Stück für 1 Euro. Ich versuche zumindest nicht zuzunehmen. Andere sehen es vielleicht so nicht wie ich. Ich vergleiche immer zu meiner Vergangenheit, warum ich überhaupt zu dick geworden bin. Und dazu muss ich sagen, habe ich mittlerweile ein vernünftiges Essverhalten. Klar passiert es noch, dass ich hin und wieder was nebenbei esse. Hat man ja auch gemerkt, wo ich hier hingefahren bin. Aber es sind keine großen Massen mehr.
Ich habe früher ihnen immer was angeboten und gesagt, komm, nimm doch noch eins und oder ein Stück Schokolade oder ich weiß, dass er Haribo gerne isst, dann habe ich ihnen Haribo gegeben und das habe ich jetzt, lasse ich jetzt sein. Und wo ich dann auch gemerkt habe, er nimmt immer mehr zu, dann habe ich dann immer ein bisschen reduziert. Ne? Aber immer kann man es auch nicht. Dann, man will ja ihnen dann doch mal was Gutes tun, obwohl das dann gar nichts Gutes ist. Ne? Aber wobei ich sagen muss, dass wenn wir so ausgiebig frühstücken, dass es kein Mittagessen gibt. Dann esse ich abends erst wieder was. Wenn sie mir was vorsetzen würde zum Mittag, ich würde es auch essen, obwohl ich keinen Hunger habe. Aber deswegen macht es auch erst gar nicht. Und meine Mutter achtet darauf, dass die zumindest fettreduzierte Sachen kauft. Und halt, ich esse ja auch unheimlich, wir lassen das nach dem Frühstück, lassen wir die Gemüseplatten und lassen wir meistens immer noch auf den Tisch. So kann ich knabbern, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Also ich versuche mich schon etwas dran zu halten, aber es klappt halt noch nicht so hundertprozentig. Trotzdem glaubt Heiko endlich wieder an eine glückliche Zukunft. Vor 6 Wochen hat er eine neue Frau kennengelernt. Freundin Barbara unterstützt ihn seitdem bei seinem Kampf gegen die Kilos. Bislang kennt Heikos Mutter die 38-Jährige nur von Fotos. Doch das soll sich heute noch ändern. Die neue Situation. Ich bin eben halt sehr nervös im Moment, habe so leicht spitzige Hände, aber doch, wird bestimmt gut. Eigentlich muss ich sagen, war das jetzt meine Mutter mit jeder Freundin zufrieden. Grüß Hallo. Dich. Komm rein. Gerne, gerne. Klar, wenn die sich jetzt anfeinden würden, wäre das schon nicht schön, aber ich wüsste nicht warum. Heiko selbst kennt Barbara seit 4 Monaten. Seit 6 Wochen sind die beiden ein Paar. Magst du auch ein Stück Kuchen? Das ist selbst gemacht. Das ist mit Aprikosen. Sieht sehr lecker aus. Philadelphia. Ja, ein Stück probiere ich gerne. Und Weg, alles gut geklappt? Ja, Taxi hat mich dann zum Bahnhof gefahren. Ja, bin dann vom Bahnhof aus, da wusste gar nicht, dass das so günstig ist, 3 Euro. Bin dann vom Bahnhof nach Hennef, von Hennef dann, wie gesagt, ja, mit dem Bus hier hoch. Ja. Ist alles ganz easy. So spät wird es. Guten Appetit. Ja, dann wollen wir den mal probieren. Ihre Backkunst. Ich habe ja schon viel von Ihrer Backkunst gehört. Lecker. Kompliment. Hast du einen Beruf erlernt? Ja. Ich habe mehrere Berufe. Ich bin gelernte Altenpflegerin. Oh. Genau. Dann habe ich umgesattelt aufgrund von Rückenproblemen auf Sozialbetreuer mit Schwerpunkt Demenz. Mhm. Und ich bin auch Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen. Das ist ein Beruf, den es nicht mehr gibt. Nee? Gibt es das nicht mehr? Nee. Oh. Mir geht's gut. Sie unterhalten sich gut. Ich habe das Gefühl, dass sie sich auch gut verstehen. Ja, man muss natürlich die Zeit abwarten, aber so wie die jetzt schon im Gespräch sind, und nehme ich mal an, dass das alles so gut klappen wird. Mein erster Eindruck ist von Heikos Mutter, sie ist eine sehr liebenswürdige Frau und ich verstehe mich mit ihr bis jetzt eigentlich ganz gut. Also ich freue mich, dass Heiko eine Freundin hat und da ist das Leben ja wieder lebenswert. Also ich finde das schön. Ja, ich finde, dass Heiko aufgeschlossener wird und dass er dann einen Menschen hat, mit dem er zusammen ist und dass er zusammen reden kann und auch mal außer meine Wenigkeit auch einen anderen Menschen hat, mit dem er seine Sorgen und andere Sachen so besprechen kann.
Dann ist es ja was anderes, als wenn man mit der Mutter spricht, als wenn man eine Freundin hat, ne? Mama Barbara wünscht sich, dass die neue Freundin Bewegung in Heikos Leben bringt. Ja, ich hoffe, dass sie ihn doch ganz schön, wie man so schön auf Deutsch sagt, den Hintern tritt, dass er auch mal ein bisschen... Er lässt sich nicht in den Hintern treten, ja, weil er ja ständig drauf sitzt. Genau. Ja, aber dass man irgendwie mal... Ich gebe schon zu, wenn er bei mir ist, ich weiß nicht, wie es ist, wenn er alleine ist, aber wenn ich mit ihm zusammen bin, dann achten wir schon darauf, weil ich muss ja auch auf meine Figur achten, dass eben halt, klar, ich sag, Schokolade ist, das geht nicht immer ohne, aber am Wochenende darf dann auch mal ein Stück Schokolade gegessen werden, aber so in der Regel viel Obst, viel Gemüse, viel gesundes Fleisch und gesunde, ich sag mal, Bewegung. Obwohl mit Obst kriege ich auch nicht. Ne? Doch, ich esse ja gerne Obst. Aber das Problem ist, Obst hat jede Menge Zucker. Ja, Obst hat zwar jede Menge Zucker, aber nicht so viel wie eine Tafel Schokolade oder eine Packung Chips. Wenn ich was essen will, dann esse ich das. Und da lasse ich mir von keinem reinreden. Weil entweder muss ich das nicht wollen, ansonsten bringt das ja auch nichts. Also normalerweise hätte ich jetzt zu dem Stück Kuchen Nein gesagt, auch wenn ich das vielleicht so innerlich bereut hätte. Aber ich muss sagen, bei dem Anlass ist es auch mal gegönnt, ein Stück Kuchen zu essen. Ich sag auch schon ab und zu mal Nein, aber es klappt halt nicht immer. Und deswegen will ich ja auch die OP haben. Ich meine, die OP macht mich ja nicht dünner. Aber es ist halt eine Hilfe. Ich habe Angst, dass die OP doch nicht so hilft, wie er sich das erhofft. Ne? Also ich hoffe es. Ich drücke den Daumen, ne? Aber ich weiß es nicht. Ich habe auch Angst, dass die... Auf der einen Seite, okay, habe ich Angst, dass die OP schief geht, dass was passieren kann, weil es ist ja immer ein Risiko, Vollnarkose und OP und alles. Ich liebe ihn zu sehr, dass ich ihn darf, dass es mir egal wäre. Und klar, wir sind zusammen und ich denke mal, wir schaffen das auch zusammen und wir kriegen das auch hin, dass das Leben für ihn wieder lebenswerter wird. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass es gut geht und stehe ihm da auch bei und bin da auch zu 200% hinter ihm und versuche ihn da auch so gut wie es geht zu unterstützen. Letzten Endes kann ich nur hoffen, dass es gut geht, aber wie es letzten Endes wird, das wird die Zukunft zeigen. Auf seine zwei Barbaras kann sich Heiko auf jeden Fall verlassen.